Ehre geht raus, ihr Lügenbolde. Nee, jetzt kann man schon ehrlich sein. Das ist richtig, richtig unter aller Sau. Klimansland, muss ich im Nachhinein sagen, war für mich so eine super krasse Erfahrung, weil ich das erste Mal mit einer Community zu tun hatte, die auch so viele extrem junge Menschen beinhaltete. Auch wenn Finn das echt nicht gerne hört, ne? Viele seiner Fans sind halt wirklich noch klein gewesen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber da standen schon regelmäßig noch ziemlich kleine Strapser auf dem Tisch, so. Auf der Tür. Mann, auf der Matte. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich auch irgendwo unterwegs war und auf einmal kommt irgendein 12-Jähriger auf dem Fahrrad an. Bist du Hauke aus dem Klimansland? Können wir ein Foto machen? Und ich jetzt, oh Gott. Boah. Jetzt zieht halt sein iPhone raus. Geiler als mein Handy, logisch. Da stand ich vorm Altkleidercontainer. Ich bin 11,5 und schon groß. Ich glaube, niemand in diesem Chat ist in Wirklichkeit 11,5. Was macht man eigentlich, wenn man 11,5 ist heutzutage? Pokémon ist immer wieder hip, ne? Kinder erfinden ja auch nichts Neues mehr. Also, die ist ja immer so, Pokémon und Star Wars finden die immer noch geil. Das liegt ja auch nicht an euch. Euch wird halt auch nichts Neues mehr angeboten. So, der Kram wird immer nur recycelt. Handy und TikTok. Na, Handy ist ja logisch. Wäre ich 11, würde ich Handy auch geil finden. Minecraft, ja, stimmt. Hat jemand 11-jährige Kinder? Was, die würde ich. Fortnite, ist das echt noch angesagt? Also ist das wirklich noch was? Meine ich jetzt ehrlich, ich habe da überhaupt keine Ahnung, ich hänge nicht mit Kindern rum. Ja, ja, leider. Na, was heißt leider? Also ich kann nur sagen, für meine Meinung zu Fortnite ist, bis auf die Nummer, als die ihre Mitarbeiter unter Druck gesetzt haben, damit ich den Tweet lösche, in dem ich die Wahrheit gesagt habe darüber, dass jemand vor den Fortnite-Stand geschissen hat. Ansonsten. Ist halt so ein kunterbuntes Shooter-Ding, wenn das jemandem Spaß macht. Warte, was? Ach du, die Geschichte erzähle ich gerne nochmal. Shoutout an das deutsche Community-Team von Fortnite. Ich war in einer WhatsApp-Gruppe mit mehreren Leuten und da war auch jemand drin, der am Fortnite-Stand arbeitete. Und da hat dann jemand reingepostet, ey, krass viel los bei uns, hahaha, hier hat jemand vor den Stand geschissen. So, mit so ein bisschen mehr Infos. Ich fand, ey, darf ich diesen Screenshot posten? So, weil ich das halt so sauwitzig fand. Habe ich das getwittert? Kommt abends von der Freundin, dem Freund, der in dieser Gruppe war und an diesem Stand arbeitete, eine Nachricht. Ja, meine Vorgesetzten haben gesagt, dass ich richtig Probleme kriege, wenn dieser Tweet nicht verschwindet. Was soll ich denn da machen? Sagen, er ist mir jetzt scheißegal, so? Also auch so ganz räudig, so nicht mich kontaktieren und sagen, hey, das ist irgendwie nicht wahr oder so, wir würden diesen Tweet gerne aus der Welt schaffen. Nee, nee, Mitarbeiter unter Druck setzen, damit die dann machen, dass dieser Tweet gelöscht wird. Ehre geht raus, ihr Lügenbolde. Nee, jetzt kann man schon ehrlich sein. Das ist richtig, richtig unter aller Sau. So, und dann monatelang darf ich mir irgendwo anhören, dass das ja auch alles gar nicht so war. Das wäre ja alles nur Quatsch gewesen und so. So ein Bullshit. Und anstatt daraus einen Witz zu machen, darüber zu lachen und zu sagen, ja, hahaha, passiert so. So was Humorloses und Rückgratloses ist mir echt selten untergekommen. Und ich rede von der Gaming-PR-Branche. Da gibt es echt eine Menge richtige Kacknummern. So, das ist ganz, ganz unangenehm. Und irgendwann kam von denen ja auch mal eine Anfrage über, nee, das war noch vor meiner Netzwerkzeit, ob ich was mit denen machen will. Hab ich gefragt, ob sie noch wissen, wer ich eigentlich bin. So, ob sie sich daran erinnern, als sie mich unter Druck gesetzt haben indirekt. Shoutout geht raus. Und ob jemand vor den Stand geschissen hat. Jemand hat vor den Fortnite-Stand geschissen, weil die nur Kinder als Zielgruppe hatten. Und die mussten dringend mal und nicht wussten, wohin damit. So, Ende der Geschichte. Schön durchs Hosenbein. Nee, also soweit ich weiß, hat jemand in eine Tüte gemacht oder so. Musste wahrscheinlich jemand richtig dringend. Die wussten nicht, wo das Klo ist, sind halt Kinder. Stand da halt, war aufgeregt. Das war auch ein cooler Stand, war halt super viel los. Ich, Mann ey, es war auch schwer in dem Jahr, keine Witze zu machen. Es war halt ein Spielplatz. Der Fortnite-Stand war halt so ein Kletterparadies. Dann waren die wahrscheinlich aufgeregt, hatten sich super früh angestellt, weil das ist ja, gehört ja zum Prestige. Da auch nochmal Shoutout an Nintendo. Das war in dem Jahr auch so geil, ey. Kommen wir am Nintendo-Stand vorbei und da steht so ein Aufsteller mit so einem wunderschön gemachten Prinz-Sticker, auf dem steht, ab hier 6,5 Stunden Wartezeit. Wenn du vor der Messe, ne, dein Design-Team einen perfekt ausgestanzten Sticker entwerfen lässt, für ein Warteschild, auf dem steht, ab hier 6,5 Stunden, dann weißt du ja, dass bei dir Leute 6,5 Stunden vorm Stand warten müssen. Da ist irgendwas schlecht organisiert, würde ich fast mal behaupten. Würde ich fast mal behaupten. Oder man gibt vielleicht mal eine Flasche Wasser aus oder so. Aber
Wer bin ich? Naja, so war das wohl auch vom Fortnite-Stand. Und dann wollte dieses Kind wahrscheinlich super gerne halt spielen und hatte Angst, dass es den Platz verpasst oder so und hat dann heimlich eine Tüte gemacht. Ja, es ist ja auch so ein Ding, ich hoffe, das wird irgendwann mal besser. Ich glaube, das gehört natürlich auch einfach so ein bisschen zum Prestige, dass da so viele Leute warten. Ey, so gerne ich auf Blizzard rumhacke, die Stände sind wenigstens immer riesengroß gewesen, solange es sie noch gab auf der Gamescom und man konnte ganz viele Rechner angrabbeln. So. Als ob Erwachsene das nicht machen würden bei so einer Wartezeit. Ich habe ja auch nur Theorie aufgestellt, dass das vielleicht ein Kind war oder so. Weil ich immer denke, Erwachsene gehen doch dann einfach zusammen dahin und warten. Und dann geht einer weg, um der Natur irgendwie, dem Ruf der Natur zu folgen und die anderen warten halt. Naja, jedenfalls, ich glaube insgesamt, ich würde als, das ist natürlich auch immer so ein richtiger irgendwie Snobby-Move, das so auszusprechen, aber ich glaube, als Besucher würde ich ausgenommen den Community-Aspekt, weil das ist das Einzige, was richtig geil ist an der Gamescom, dass man Leute trifft aus Communities für bestimmte Gaming-Gruppen, Leute, wenn man Cosplay macht, auch insbesondere, wenn man jetzt so Content-Creator ist, trifft man halt mal die Leute, die einen da gucken und so. Bonver-Community-Treffen ist immer geil. Rocket Beans Party gehe ich immer gerne hin und so. Das sind halt alles Sachen, die nehme ich super gerne mit. Aber das eigentliche Event, da ist mir zu viel Wartezeit und so. Oder mit Booty ein Foto zu machen, ja. Ich habe auch schon lange kein Foto mehr mit Booty gemacht. Mal wieder ein Foto mit Booty machen. Gamescom kann man dieses Jahr wieder schön zu Hause schauen. Ja, Indie Arena Booth wird geil. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil ich nicht weiß, was man da schon sagen darf. Aber Valentina, mit der ich diesen Podcast mache, die organisiert das ja. Das ist ganz geil. Die haben ein paar geile Sachen in petto. Also die haben ein paar gute Pläne dafür. Kommen ein paar gute Sachen auf euch zu. Ich hätte das mit dem Häufchen als Marketing-Idee in dem Spiel weiterverbaut. Ich auch, Alter. Als ich den Tweet gelöscht hatte, ne, da hatte der irgendwie 165.000 Likes oder so. Indie-Strolche Valentina, genau. Indie-Strolche Valentina ist auch Superchefin bei der Indie-Booth, Indie-Arena-Booth. Und die machen auch wieder einen digitalen Stand. Was das ist, ich will, wie gesagt, nichts verraten. Das müssen die alles selber machen, aber es wird richtig geil. Mortal Manor Game noch auf Kurs. Ist noch auf Kurs, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr auf der Gamescom. Wobei, weiß ich nicht, vielleicht. Aber wer steht denn bitte 6 Stunden an? Mir wäre es für ein neues Game zu testen schon zu viel. Ey, auf der Gamescom haben wir ja immer, ne? Haben wir mal Gino vorgeschickt. Und Gino ist ja auch einfach ein charmanter Typ. Und dann geht er da mal hin und quatscht ein bisschen mit denen und sagt, wir sind von Bonvoir und bla, haben eine Kamera und wenn wir jetzt reinkommen, dann machen wir das eben und sonst nicht. Und es war ja auch wahr. So, ne? Wir hatten ja, also, zunächst mal, die dümmsten Ideen, die wir so hatten. Eine richtig dumme Idee war, als wir im ersten Jahr mit Bonvoir da waren und auf die brillante Idee gekommen sind, nirgendwo Termine zu machen und einfach dahin zu gehen und zu versuchen, so wie normale Besucher auf die Messe zu gehen. Hammergeil. Hätten ungefähr 3 Spiele gespielt auf 3 Tage Messe. So. Also mussten wir dann da hingehen und versuchen, uns da irgendwie durchzulabern. Durch die Eingangspforten der Stände. Das klappt mit Gino auch immer ganz gut. So. Wir dann irgendwann danach auch mal die Twitch-Bühne moderiert. Da war das halt auch so, dass wir immer nur so wenig Zeit hatten und halt gesagt haben, ey, wir würden das halt super gerne mal anspielen. So, und dann wollten wir das auch beim Nintendo-Stand versuchen. Und da haben die gesagt, ey, das können wir nicht machen, aber wenn jemand früher rausgeht, also wenn jemand reinkommt und die haben irgendwie, jeder hatte 15 oder 25 Minuten zu spielen, wenn jemand nicht die volle Zeit nutzt, könnt ihr danach an den Rechner. So, und zu der Zeit waren da irgendwie 5, 6 Stunden Wartezeit oder so. So, und dann stehen wir da halt und wir warten so und dann kommt eine junge Dame, geht an diese Maschine, macht das kurz und geht wirklich. Also sie hat dann da angestanden und hat dann einfach nach kurzer Zeit, vielleicht musste sie so dringend auf Klo oder fand das Spiel einfach nach 2 Minuten schon kacke und so konnten wir dann spielen. Damals Mario. Sympathie-Geheimwaffe. Gino, ich beschwöre dich. Euer Host auf der Twitch-Bühne war das Beste. Mein persönliches Highlight, als Matteo, ohne es zu merken, Donas Bock belästigt hat. Da hat er, das war auch so geil, ey. War irgendwie, fängt er auf einmal an und nach der Messe so, gehst dann Hotelzimmer oder wo gehst dann hin? Oh Mann, gibt's das noch? Das ist auch so gut, ey. So, echt so ein Highlight. Matteo, Dona, Gamescom. Weil wir saßen da mit 4 Moderatoren auf der Bühne und alle waren halt so, was zum fucking Henker? Die Clips sind nach Views sortiert. Ja, dann wird er wahrscheinlich hinkommen. Das muss ich wieder zurückmachen. Wir müssen gleich zusammenwechseln. Entschuldigung, wir sind ein interaktives Medium. Es wird sich vom Chat gewünscht, dass wir gleich einmal bei 3 synchron das Knie wechseln. Warum haben wir eigentlich noch... Warte kurz. Ich dachte, ich trigger die ganze Zeit. Wie, dann sind die beliebtesten sind am Ende, oder was? Wir haben noch kein Knie gebaut. So, ich zähle bis 3, okay? Dann okay. Wechseln wir. Ja. 1, 2, 3. Ich kann durchschaffeln. So finde ich auf jeden Fall. Das ist ein geheimes Zeichen gleich für einmal. Wenn wir sehen, einer fängt an, macht... Da war's doch.
Sitzt da nicht Dona? Ja, okay. Ja. Wozu bin ich hier? Was? Ich bedanke mich herzlich, dass du hergekommen bist. Danke, dass ihr Zeit genommen habt. Vielen Dank für die Einladung. Hat schön, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Das Ende fand ich nicht so toll, aber... Achso, nee, das ist danach. Shit. Aber kurz davor... Ah, hier. Alter, was ist hier? Das ist... Oh, das war auch so unangenehm. Da haben wir so einen Contest gehabt, irgendwie Streamer des Jahres oder so. Und dann haben Gino und Matteo gewonnen. Das ist immer der gleiche Sex. Ihr redet immer mit dem gleichen Mann. Mann, ey. Oh. Das kann doch nicht sein. So hohl ist doch niemand. So 3 Stunden derselben Dialog. Ja. Aber gut. Du spielst, aber ich hab, du hast auch gespielt. Ja, ich spiel gut. Ja, ich weiß, aber lass mich mal. Das ist Jens, er sagt immer, er spielt gut. Es gibt kein Spiel, in dem Jens nicht gut ist. Und die Leute zu Hause nichts machen. Das ist das auch nicht. Wo ist denn das? Das ist halt ein bisschen länger und wir lachen uns dann auch alle tot. Einfach ist euch da zu kontaktieren und ihr sagt, ey. O. N. Nur ein. So ein Cash-Tes Sets, die du da bekommst. Na, ich freu mich. Das ist auch so geil. Jens spielt WoW mit Bushido, ey. Ist auch so absurd. Das ist einfach, das ist Bushidos Charakter. Die Welt ist ein merkwürdiger Platz. Ich glaube, hier ist das. Ja, das ist das, das ist das. Endlich. Wir hier. Wirst du jetzt direkt, wenn du jetzt hier fertig bist, ins Hotel und. Bist du noch ein Hotel oder hast du irgendwie. Ich habe ein Hotel, ja. Also, ja, ich habe eigentlich nichts geplant. Also, ich denke mal, ich habe noch nichts. Ich werde irgendwas essen. Guckt euch mal bitte, achtet mal auf Jens und Gino, als uns allen klar wird, was der Vogel jetzt, da fragt. Direkt, wenn du jetzt hier fertig bist, ins Hotel und... Bist du noch ein Hotel oder hast du irgendwie... Ich habe ein Hotel, ja. Also ja, ich habe eigentlich nichts geplant. Also ich denke mal, ich habe noch nichts... Ich werde irgendwas essen auf jeden Fall und dann lasse ich alles auf mich zukommen. Man beginnt dann also immer so, Matteo hat auch noch nichts vor. Alter, der Zaun. Bist du gleich ins Hotel oder was ist das so? Ja, nur wenn jemand mit einer Schere. Das war so dumm, ey. Hä? Ach stimmt, da habe ich Cosplay. So 5 Minuten Cosplay. Kommt, wo an deinem Schritt runter zeigt, ist das nicht. So. Ich fühle mich etwas überflüssig. Da unten, ja, genau. Achtung. Hä? Ach so. Ach, hier stimmt, da sollte ich Gangplank werden. Sieht schon top aus. Aber deine Waffe ist gleich fertig. Ja. Man erkennt's zumindest. Das war auf jeden Fall eins meiner Highlights, als Matteo Casual Donut auf der Bühne angegraben hat. Oh Mann, die Gamescom war geil, ey. Das war echt eine richtig gute Zeit.